damit du das Beste aus deinem langen Eisen oder Driving Eisen holen kannst, schlage ich vor, dass du folgende Technik ausprobierst. Ich denke, das ist etwas, was du nicht sehr oft gesehen hast. Das mache ich, wenn die Bahn eng ist, da wo ich das Fairway treffen muss, aber da wo ich meine 200 Meter irgendwie erreichen kann. Ich habe mein Eisen 4, mein Titleist T200 Eisen 4 und ich mache folgendes. Ich schlage wirklich vor, dass du es ausprobierst. Das ist eine Technik, die, glaube ich, fast alle Golfer verwenden können. So, ich spiele den Ball etwas rechts im Stand. Ich möchte den Ball möglichst flach spielen, dass er ausrollt. Ich versuche während des Schwunges meine Hände so ruhig wie möglich zu lassen. Aber obwohl meine Hände ruhig sind, halte ich den Schläger sehr, sehr locker. Der Grund, warum mein Schläger nicht wackelt, ist, weil ich meinen Körper mitdrehe in beide Richtungen. Nun, damit der Ball gerade fliegt, damit der Ball nicht nach rechts verloren geht, schaue ich, dass mein Schlägerkopf vor meinen Füßen beim Ausrollen und Abschwingen bleibt. Was mir leicht fehlt, weil meine Handgelenke jetzt nicht eingesetzt werden. Und da der Ball jetzt hinten im Stand liegt, treffe ich den Ball automatisch von innen nach außen und ein Draw kommt zustande. So, ich weiß, welcher Ballflug kommen wird. So, jetzt mache ich den Schlag. Mein Schwungtempo sehr, sehr locker. Nicht zu schnell. Da die Hände so ruhig sind, sind die Chancen, dass man mittige trifft, so viel besser. Gucke, dass deine Arme, Schulter total entspannt sind. Es ist auf diese Art und Weise leichter, den Schläger auf der Ebene zu behalten. Das ist wirklich ein lockeren, weichen, rhythmischen Schwung, den du auf jeden Fall bald ausprobieren solltest.